Antifaltenmittel auf seine Hoden auftragen. Wieso lachen wir darüber eigentlich? Ja, keine Ahnung. Jetzt wird's echt grenzwertig mit Humor unter der Gürtellinie. Aber wenn ihr drauf steht, dann wird's unfassbar witzig für euch. Und es gibt hier einiges zu lachen. Wir haben uns hier richtig weggehauen. Also willkommen jetzt hier zum zweiten weihnachtlichen Let's Play, wenn man so möchte. Ich habe die Jungs hier wieder versammelt. Der Mike ist am Tisch, der Björn ist dabei und der Lars ist wieder dabei. Das hat euch schon sehr gut gefallen. Vielen Dank für euer Feedback. Wir setzen das fort. Und ich werde hier auch was noch ein bisschen erklären, was hier so drumherum passiert ist. Also bleibt im neuen Jahr dran. Also Abo nicht vergessen, damit ihr auch die Aufklärung bekommt, was der ganze Spaß hier auf Dauer soll. Echt grenzwertig ist jetzt ein Spiel, wo der Name Programm ist. Es ist wirklich grenzwertig. Es geht darum, dass wir einen Satz vollenden müssen und hier sind viele Begriffe auf den roten Karten drauf, die tatsächlich sowas von grenzwertig sind. Weshalb ich auch da sagen muss, dieses Spiel ist ab 18+ und ich möchte zwei Dinge nicht. Zum einen möchte ich diese ganz, ganz harten, grenzwertigen Begriffe, die hier drauf sind, nicht auf dem Kanal drauf haben, weil hier auch Kinder zuschauen. Das will ich nicht. Und zum anderen ist das Spiel eben ab 18+ und es soll eben für alle eben durchguckbar sein. Deshalb machen wir eine kleine Hausregel. Und die Hausregel ist die, jeder zieht 10 Karten auf, das ist normal im Spiel. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist hier für YouTube, für diesen Kanal einfach zu grenzwertig, dann lassen wir die Karte da raus. Wenn ihr zu Hause aber diese grenzwertige Erfahrung haben wollt, ist das cool, dann macht das, hier nehmen wir sie raus. Okay, wir ziehen alle auf 10 Handkarten auf und für euch in der Zeit, während wir aufziehen, das Ding ist zu gewinnen. Ihr wisst wie, seid Abonnent des Kanals und lasst einen Kommentar hier unten, dann verlosen wir hier eine Box von echt grenzwertig. Gewonnen hat im Übrigen jemand, der 5 Punkte bekommt. Wie kriegt man Punkte? Einer zieht sich eine blaue Karte. Das bin ich, weil ich als Besitzer dieses Spiels der Boss in der Runde bin. So steht das hier drauf auf diesem Spielregelblock. Und ich entscheide, welche Aussage ich am grenzwertigsten finde. Der bekommt diese Karten als Punkte. Und wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt. Oder wenn wir erschöpft sind. 3, 2, 1. Ich starte mit der blauen Karte. Und ich lese vor. Ist der Begriff, der auf der Karte drauf ist. War der Grund für meine Scheidung. Jetzt legt jeder eine Karte ab, ich nehme die, lese euch die vor und das, was ich am grenzwertigsten und lustigsten finde, das gewinnt. Gina Wild daten war der Grund für meine Scheidung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein One-Night-Stand direkt heiraten war der Grund für meine Scheidung. Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich logische Sache, aber gar nicht so grenzwertig. Und dieses Spiel zu spielen war ein Grund für meine Scheidung, dieses Spiel zu spielen, ja, das gewinnt für mich. Von wem ist es? Ja. Baby! Lars, dein erster Punkt, den legst du dir vor. Jetzt bist du dran und ziehst eine Karte. Ich wollte meine Freundin ins Restaurant einladen, aber sie wollte lieber Pünktchen. Pünktchen. Ihr müsst übrigens wieder auf 10 Karten aufziehen. Ah, okay. Das ist witzig. Ja, das ist schön. Mal gucken, was deine Freundin lieber wollte, als mit dir essen zu gehen. Sich einen Hitlerbart wachsen lassen. Der muss auch in jedem Spiel davon vorkommen. Ich wollte meine Freundin ins Restaurant einladen, aber sie wollte lieber mit Piranhas baden gehen. Mhm. Sich die Geschlechtsteile bräunen. Das ist hart, aber witzig. Wer hat das Geschlechtsteil? Ja, hallo. Ja, dankeschön, dankeschön. Die wirksamste Methode zur Empfängnisverhütung... Was, nochmal? Mhm. Cut! Die wirksamste Methode zur Empfängnisverhütung ist und bleibt... Hier, bitteschön. Ich find's witzig, aber ich frage mich gerade, ob ich nicht auch grenzwertig bin in meinem Humor. Naja. Oh, wer ist denn nur wer? Neugeborene Babys vor der Mutter hässlich nennen. Antifaltenmittel auf seine Hoden auftragen. Wieso lachen wir darüber eigentlich? Ja, keine Ahnung. Als Mann seine Tage haben. Ja, ich finde die neugeborenen Babys von der ja! Mutter schon sehr lustig. Ja, da geht der Punkt an Mike. Okay. Super, Mike, super. Mama, wie macht man eigentlich die Babys? Als Schalke-Fan in der BVB-Kurve stehen. Okay. Deine Mutter bei OnlyFans finden. Nackt Twister spielen. Der Twister hat gewonnen. Oh. Chakalaka, das bin ich. Mann. Meine Morgenroutine. Kalt duschen, eine ausgepresste Zitrone trinken und... Das ist hart grenzwertig. Mit verschlossenen Augen auf Tinder nach rechts wischen. Das kommt von Björn, das weiß ich jetzt schon. Das kommt von Björn. Einem kleinen Kind den Lutscher wegnehmen. Ja, ich bin ein ziemlich gottloser Mensch und morgens trinke ich, ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Und einem kleinen Kind nehme ich auch seinen Lutscher weg. Von wem kommt das? Ja, von mir. Ja, so funktionieren diese Spiele nun mal. Björn! Wenn du und mischt, erhältst du. Wir müssen 3 Karten ablegen. Hast du den Yoda vielleicht nochmal? Spannend die Karten sind. Gut mischen du musst. Okay, ich leg mal los. Glückwunsch, Lars. Ich bin voll der gute Spieler einfach. Und das war sehr lustig und total grenzwertig.
Hier, bitteschön. Hui, lass es bei 3 Points. Nach 25 Jahren Ehe teilen dein Vater und ich immer noch die gleiche Vorliebe. Ja. Oh ne, ich hab was, das ist aber wirklich, das müsste ich nehmen, aber ich will nicht. Ich will nicht, die Leute, was sollen die Leute von mir denken? Er will doch einfach mal. Du kannst nur verlieren, hier bitte. Ja, das ist so ein bisschen das Spiel halt auch. Ach so, okay. Ein Kondom aus Sandpapier anzuziehen. Und auch sich beschweren, dass arme Menschen nie lächeln. Aber auch in Düsseldorf ein Kölsch bestellen. Das finde ich am besten. Ja. Meine erste Karte. Dann wieder auf 10 auf 10 und der Mike kriegt eine Karte. Oh, schön. Es ist eindeutig die Größe, die bei ... eine Rolle spielt. Das ist es. Guck dir ihn an, einfach mehr. Richtig hässliches Grinsen. Die Tabolen daten, die eine Rolle spielt. Bei einer Darmspiegelung einleiten, die Rolle spielt. Oder bei Haartransplantation unter den Achseln vornehmen, eine Rolle spielt. Eindeutig bei der Darmspiegelung einleiten. Let's go! Der Lars ist ein grenzwertiger Typ, deshalb hat er schon 4 Punkte. Du hast schon 4 Karten, ne? Lars könnte das Spiel gewinnen, wenn es dran ist. Ist das halbe Leben. Das kommt jetzt da. Ich glaube, das müssen wir schneiden. Das lese ich nicht vor. Irgendwas praktizieren ist das halbe Leben. Praktikum als Crashtest-Dummy machen ist das halbe Leben. Und ein Dreier haben ist das halbe Leben. Boah, ey Leute, das ist eine Auswahl einfach nur an Schund. Nimm ruhig das Erste. Deshalb nehme ich das Praktikum als Crashtest-Dummy. Ja! Ja, Glückwunsch für diesen Schund. Ich hatte noch Oma mumifizieren. Das hätte ich witzig gefunden. Das ist das halbe Leben. Ich verbringe jede Nacht damit, darüber zu weinen. Das ging mal schnell. Sein eigenes Kind hässlich finden. Auf Instagram erfahren, dass mein Vater keinen Sinn. Du bist ein großer Philosoph. Tabasco in die Augen reiben. Ja, das kann ich verstehen. Das würde echt wehtun. Ja, gewinnt. Ja, toll. Mit so einem lame Punkt komme ich an 3 ran. Junger Mann sucht junge Frau, um Familie zu gründen, aber vor allem will er. Oh, was passiert da nur? Man sieht ihm die Freude im Gesicht an. Seinen Kumpel nackt in der Wildnis aussetzen. Warum? Und auch deine Chefin in der Sauna treffen. Seinen Sohn Adolf nennen. Ey, wenn du nicht mehr weißt, ob du spielen sollst, dann... Im Kontext macht Adolf halt am meisten Sinn. Ja! Adolf gewinnt vor dem Kumpel nackt in der Wildnis? Ja. Muss jetzt mit leben. Ja. Wie viele Punkte hat der Mike? 3. Oh. 3, 3, 4. Björn hat? 9. Meine 3 Tipps, um über eine Trennung hinwegzukommen. Sport treiben, mit Kumpels ausgehen und sich von Fußballern in den Hintern treten lassen, auf Walfang gehen oder Fahrrad fahren ohne Sattel. Eindeutig das Fahrrad ohne den Sattel. Juhu! Björn kommt seinen 2. Punkt. Easy game. Hier, bitteschön. Geil. Welche Hobbys stehen in deinem Lebenslauf? Nichts Außergewöhnliches. Reisen, Sport und? Oh, 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 es wird spannend. Es wird spannend. Ein sicherer Sieg. Mit hässlichen Menschen Flaschendrehen spielen. Warum? In Italien Pizza mit Ananas bestellen. Haben wir uns tatsächlich gerade bestellt. Wird gerade kalt, während wir dieses Let's Play drehen. Super. Oder unter einer erfundenen Krankheit leiden. Ja, die Pizza mit Ananas. Juhu! Björn hat wirklich die größte. Das war das Unwitzigste von allen. Du gibst ihm den Punkt. Pass auf, ich gewinne das Spiel noch. Vermutlich ist das sogar wahr. Was ist dein Geheimnis, um deine Jungfräulichkeit zu bewahren? Ich weiß, wie das geht. There it is. Der Sieg. Rothaarige Hexen nennen. Seine Freundin mit Handschellen ans Bett fesseln und dann den Abend mit der Besen verbringen. Perfekt. Perfekt. Es ist wie es ist, ne? Prioritäten halt. Ständig abserviert werden. Ja. Ja. Witzig, komm, das gewinnen. Nein. Die PS5. Ja! Weil ich so lustig bin! Lars, du bist tatsächlich der grenzwertigste Typ hier am Tisch.
Ja, er hat 5 Punkte geholt und hat damit gewonnen. Und das hier sind die Karten, die wir alle zu grenzwertig fanden. Das war echt grenzwertig. Und wenn euch das in den Kram passt, dann lasst definitiv ein Like da. Wenn nicht, lasst es mich auch wissen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und vielen Dank an euch, ihr grenzwertigen Dudes. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.